Heyo Leute, Cramex hier, was geht ab, Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf einen Tag im Leben der reichsten Streamerin der Welt, Corinna Kopf in dem Fall, reagieren. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde, das Video ist von dem Ehrenkanal wissenswert. Ich würde sagen, wir starten rein, lasst dein Like und dein Abo da und let's go mit dem Video. What is going on? Corinna Kopf kennt man auch, war ja damals mal die Freundin von... I'm going to freak out! War ja damals mal die Freundin von TeeView, dem Fortnite-Streamer. Gave 180,000 bits today. Das war gerade die Streamerin Corinna Kopf, die eben innerhalb weniger Minuten satte $4,000 nur durch Donations von Maschallah. Usern auf Twitch eingenommen hat. Solche. Ja, Corinna Kopf hat schon durchgespielt. Also mir wurde erzählt, dass sie wohl auch durch ihr OnlyFans ganz gut Geld verdient hat. Ne? Also habe ich jetzt natürlich noch nie gesehen, aber na, sagt man sich so auf der großen Straße. Spenden sind für die hauptberufliche Streamerin absolut keine Seltenheit mehr. Denn die Amerikanerin mit deutschen Wurzeln konnte mit ihren Streaming-Einnahmen nicht nur ein gutes Leben führen, sondern hat sich einen millionenschweren Reichtum aufgebaut, ja, den sie auch äußerst gern auf ihren Social-Media-Profilen teilt. So hat das ehemalige Model beispielsweise an ihrem Geburtstag tatsächlich $25,000 in einem Stripclub verballert oder lädt all ihre Freundin auf einen teuren Urlaub auf einer Yacht ein. Grund genug für uns einmal genauer hinzuschauen und euch einzigartige Einblicke in den Alltag der reichsten Streamer. Ja, ich sage auch so, also wenn man heutzutage als Frau, sage ich mal, halbwegs gut aussieht, man sieht das ja allein auch in Deutschland so oft, wenn du da auf Twitch unterwegs bist, da sind so viele Leute, die irgendwie Geld spenden und so, ne, das ist... Als Frau, finde ich, ist es auch einfacher, im Internet Geld zu verdienen. So. Aber also, ich will das gar nicht kleinreden, ne? Sei ihr gegönnt, aber ich meine nur so, ne, man sieht das ja heutzutage. Allein jede mit ein paar hunderttausend Follower macht sich OnlyFans und, ne? Dabei zeigen wir euch unter anderem, wie Corinna sich sofort bewegt. Denn, Spoiler Alert, sie hat nicht nur eine Schwäche für schnelle Autos, sondern ist auch gern ganz exklusiv in der Luft unterwegs. Maschallah. Ebenfalls verbringt sie ihre freie Zeit am liebsten mit bekannten YouTube-Stars und hat zu all dem auch ein paar ganz bodenständige Hobbys. Also seid gespannt und bleibt dran hier bei Wissenswert. Ein typischer Tag im Leben von Corinna Kopf beginnt immer genau hier in ihrem Bett. Die Streamerin wacht aktuell morgens allerdings weder in einer edlen Villa auf, noch schläft sie in einem Haus. Corinna wohnt nämlich zurzeit auf einem Parkplatz in einem eigenen Wohnmobil, das sie nur für sich alleine nutzt. Allerdings lebt sie nicht im Wohnmobil, um so durchs Land zu reisen oder wegen dem minimalistischen Lifestyle. Ganz im Gegenteil, die Multimillionärin wartet aktuell nur darauf, dass ihre neue gigantische Luxusvilla fertiggestellt wird, deren Bau sie mehrere Millionen Dollar gekostet hat. Das Wohnmobil ist also nur eine Übergangslösung. Iced Out AP habe ich auch gerade schon an ihrem Handgelenk gesehen. Maschallah. Dieser steht Corinna morgens jedoch nicht ganz alleine auf. Obwohl sie Single ist, teilt sie sich ihr Bett. Und zwar mit ihrem Hund Karl, der für Corinna der größte... Die Frage ist von dem Video, wer war jetzt da der Hund Karl? ...der Schatz ist. Der kleine Hund hat sogar ein eigenes Instagram-Profil mit über 100,000 Followern und ist so selber ein kleiner Star. Nachdem die beiden aufgestanden sind, zieht Corinna Karl erstmal etwas an, macht sich selber fertig und kurz kommt den dann Hund zum in Montclair gekleidet. Die Streamerin ernährt sich recht gesund und isst meistens nur etwas Obst zum Frühstück, da ihr das, wie sie selbst sagt, morgens meist schon ausreicht. Neben Frühstücksbowls steht Corinna Kopf vor allem auf Fruchtsäfte und bestellt sich, wie sie einmal selbst erklärte, fast jeden Morgen einen Smoothie zu sich nach Hause. Der Grund, warum sie sich so gesund ernährt, hat auch mit ihrem Job als Streamerin zu tun. So weiß sie, dass vor allem ihr attraktives Aussehen viele ihrer Fans dazu bringt, Corinna zu verfolgen. Das ist das halt, ne? Um sich in Form zu halten, geht es an manchen Morgenden dann auch erstmal ins Fitnessstudio. Jedoch nimmt sich Corinna bei ihren Workouts meistens nicht auf. Und auch ihr gesundes Essen teilt sie nicht auf sozialen Netzwerken. Das hat den Grund, dass das, wie sie selbst sagt, nicht zu ihrem Image passe. Corinna will nämlich nicht wie eine typische Influencerin rüberkommen, die sich überdurchschnittlich gesund ernährt und viel Fitness treibt. Pamela Reif auch Maschine. Also die ist wie ein Roboter. Die, also
Die kann alles, Pamela Reif. Die ist sie will für ihre Zuschauer wie ein Kumpel wirken, der Spiele zockt, nicht zu sehr auf Ernährung achtet und macht, worauf er Lust hat. Wie viele andere weibliche Streamerinnen hat Corinna nämlich vor allem männliche Fans und genau dessen ist sie sich auch voll bewusst. Deswegen dreht sich auch ihre nächste Tagesaktivität nur darum, ihren Fans etwas zu bieten. Und zwar wortwörtlich. Viele männliche Fans bezahlen ihr nämlich inzwischen Geld, um Corinna in allen möglichen Posen ansehen zu können. Und so verbringt die 26-Jährige die meisten Vormittage erstmal damit, relativ freizügig vor der Kamera zu posieren. Die Bilder und Videos, die sie dann in ihrer Wohnung oder aktuell auch am Wohnmobil aufnimmt, lädt sie dann auf ihrem OnlyFans-Profil hoch. Also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nur gehört, dass sie im ersten Monat mit OnlyFans 1 Million gemacht hat. In einem Monat. Also wenn das so weiterläuft, dann Maschallah, 12 Minuten. Alleine mit einem Foto, auf dem sie leicht bekleidet zu sehen ist, soll Corinna schon unfassbare $200.000 verdient haben. Ihr OnlyFans-Account zählt nämlich zu den größten und beliebtesten der Welt. Und so verdient sie bereits an einem... Ja gut, man muss halt sagen, ne, klar, sie sieht nicht schlecht aus, sie hat Reichweite, weil Reichweite ist halt auch immer so ein Thema, wenn viele sie kennen. Gibt es natürlich noch mehr Leute, die sich dann fragen, ey, wie sieht die vielleicht ohne das Oberteil aus? Ne, ist halt einfach so. Aber ist halt, ja, eigentlich traurig. Also ich will es gar nicht. Ist eigentlich traurig, dass heutzutage so mit OnlyFans das so läuft, aber ich sage euch ehrlich, ich glaube, ey, wäre ich eine Frau, ich glaube, ich würde es auch machen. Es ist einfach so. So, wäre ich jetzt eine Frau, hätte mit meinen 3 Millionen Abonnenten auf YouTube, ich würde OnlyFans machen, oha, ich würde Rente gehen. Ich wäre schon in der Rente, so ein Ding. Mit geringem Aufwand mehr als die meisten Menschen auf der Welt in einem ganzen Jahr. Ja, natürlich gönnt sich Corinna auch das einiges für ihr Geld, ein man Bild. Schon bei der nächsten Normal. Tagesaktivität feststellen kann. Denn für ihr Mittagessen geht sie nicht nur gern in die angesagtesten Restaurants in Los Angeles, sie nutzt dabei auch die ausgefallensten Transportmittel. Da ging es ja so ein Porsche Boxster, ist ja dann eigentlich noch relativ Schmalspur. Die rechnen wahrscheinlich so in Bildern so. Ja, der Porsche Boxster ist ja ein OnlyFans-Bild, oder? Komm, pack 2 ein. So besitzt sie nicht nur einen Porsche Boxster im Wert von 80.000 Euro. 80.000? Das ist ja ein halbes Bild. Das ist ja nur ein halbes OnlyFans-Bild. Sondern ist sogar ja einen Ferrari F8, der sie ganze 300.000 Euro kostete. Das sind ja so eineinhalb OnlyFans-Bilder. Schwarzen Lamborghini Urus, ja, auch nochmal so eineinhalb. Durch Vollausstattung und Tuning sogar eine halbe Million Dollar gekostet. Ja gut, sind dann halt mal 2,5 OnlyFans-Bilder. Kostet haben soll. Ebenfalls da muss man halt mal tief in die Tasche greifen. Getunte Muscle Cars gekauft, da sie, wie sie selbst sagt, ein riesiger Autofan ist. Mit einem dieser Autos, meistens dem roten Ferrari, geht es dann mittags im Stadtteil West Hollywood zum Essen. Doch manchmal ist sie auch außerhalb der Stadt und fliegt gelegentlich nur für gutes Essen und einen aufregenden Nachmittag durch die ganze USA. Denn Corinna hat nicht nur eigene Autos, sie ist eine der einzigen Streamerinnen, die sogar ein eigenes Privatjet besitzt. Okay. Die Gulfstream G650 kostet Corinna in nur einem Jahr übrigens auch mehr als ihr teuerstes Auto. So. Ja, normal. Also Privatjet fliegen an sich ist schon teuer. Aber bei dem, was... Also ich bin jetzt auch schon 2-mal Privatjet geflogen, ist teuer, aber geil. Bei dem, was sie verdient, klar, safe, dass sie Privatjet fliegt. Aber einen eigenen Privatjet zu haben, ist nochmal was anderes. Erstmal, dass es natürlich an sich schon teuer ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich würde es vielleicht einfach mal 3-4 Millionen schätzen, so diese Privatjet. Aber allein die Unterhaltung, das Volltanken wieder, den Piloten, der das fliegen muss, die Wartungen hinher, also das ist schon wild. Also da muss man dann vielleicht doch schon mal, gut, das sind ja bei ihr 3 OnlyFans-Monate, also ist dann auch wieder okay. So zahlt sie 600.000 Euro im Jahr an Leasinggebühr, Betriebskosten und Pilotengehalt. Tatsächlich nutzt Corinna... Ja gut, 600.000, das sind ja auch wieder 3 OnlyFans-Bilder, also ist dann auch wieder okay. Na, ihre eigene Golfstream-Maschine, auch so locker wie ein Auto. Leute, was und fliegt hier? Ganz spontan mal mit Freunden nach Las Vegas, nach Miami oder an die Strände von Mexiko, ja, um macht dann sie dort richtig. Zu essen. Macht sie auch. Zu
richtig shoppen so. Oder wenn man einfach das verdient, nur warum zu nicht? Entspannen. Wenn man es machen beim kann. Mittagessen achtet Corinna übrigens meistens darauf, dass sie möglichst wenig tierische Produkte konsumiert. Finde ich auch sehr gut. Eigentlich war sie sogar Veganerin, doch da sie immer wieder Heißhunger auf Chicken Wings verspürte, gab sie schließlich auf. Generell versucht sie aber nicht nur Fleisch, sondern vor allem Fastfood zu vermeiden, auch um ihre Figur beizubehalten. Das fällt ihr manchmal, wie sie selbst sagt, extrem schwer. Und so gönnt sie sich gelegentlich auch ganze Mukbang-Sessions, in denen sie Unmengen von ungesundem ihr Essen ihr Körper zu sich ist ihr Kapital, nimmt, manchmal ne? ist so. Übrigens auch vor laufender Kamera. Umso länger ihr Körper gut ist, desto länger macht sie OnlyFans-Cash. Sie ihre Nachmittage allerdings zu Hause verbringt, lässt sie es meistens etwas ruhiger angehen. Da Corinna mit OnlyFans und dem Stream sowie Werbedeals und Produktverkäufen mehrere Millionen Dollar im Monat verdient, verbringt sie ihre Nachmittage nicht selten mit trockener Büroarbeit und Management. Gehört Corinna dazu, hat leider. Zwar einen eigenen Business Manager, kümmert sich um viele Dinge aber immer noch selber. So ist sie beispielsweise bei ihrer eigenen Klamottenlinie sogar in der Entwicklung der Designs tätig, spricht selber mit ihren Werbekunden und bereitet am Nachmittag ganz sorgfältig und kalkuliert ihre Casino-Streams macht sie auch noch. Boah. Die Casino-Streams werden auch so krank bezahlt, ne? Könnte ich moralisch nicht machen, aber die werden krank bezahlt. Also. Streams vor. Doch bevor wir euch jetzt ihre Streaming-Routine zeigen, kommen wir erst einmal noch zu einem anderen und sicherlich überraschenden Hobby von ihr, mit dem sie immer wieder ganze Nachmittage verbringt. Und zwar hat Corinna das Reiten für sich entdeckt. Und so findet man sie derzeit, abseits vom medialen Rummel, am liebsten auf einer Pferderanch nahe Los Angeles. Dort kann sie abschalten, sich auch um andere Tiere wie Ziegen kümmern und gemeinsam mit ihrem Hund Karl einfach mal zur Ruhe kommen. Falls sie am Nachmittag allerdings mehr Action braucht, verbringt sie außerdem gelegentlich auch mal Zeit mit dem YouTube-Star David Dobrik und seinem Vlog-Squad. Dadurch ist sie doch, glaube ich, mehr oder weniger bekannt geworden, oder? Also die war ja damals auch schon immer gemeinsam dabei. Mit dem YouTuber unternehmen sie und die Gruppe die wildesten Dinge in Los Angeles. Das ist schon cool, wenn man so eine Gang hat. Sie schon einen Schaufelbagger als Karussell, filmten einen Lügendetektortest mit intimen Fragen oder lieferten sich kleine Straßenrennen durch Los Angeles. David Dobrik und Corinna kennen sich übrigens schon lange. Und durch den YouTuber kam Corinna, die eigentlich Model war, mehr und mehr dazu, auch selber Content hochzuladen. So lernte sie übrigens auch den Streamer Tfue kennen, kam mit ihm zusammen und begann selber Spiele wie Fortnite vor Zuschauern zu spielen. Auch wenn das Paar inzwischen getrennt ist, so blieb Corinna dem Gaming und auch dem Stream treu. Jeden Abend nimmt sie sich dafür immer mehrere Stunden Zeit. Aber krass, dass sie überhaupt noch streamt bei dem, was sie mit OnlyFans und so umsetzt. Also müsste sie ja rein finanziell nicht mehr. Das zeigt ja, dass es ihr an sich Spaß macht. Auch, ne? Und spielt für ihren Zuschauern Overwatch, GeoGuessr, Fortnite oder reagiert auf Videos. Dabei hat sie eine unglaubliche Fangemeinde und bekommt so auch von anderen erfolgreichen Streamern regelmäßig Spieleeinladungen. Viele andere größere Streamer reißen sich nämlich förmlich um die schöne Gamerin. Dabei ist sie selbst gar nicht auf den größten Plattformen wie Twitch oder YouTube aktiv, sondern auf Facebook Gaming. Ja, okay, Facebook hat sich hier wieder eingekauft. Ich hatte ja auch mal einen Facebook Gaming Deal. Leute, also ich sage euch, wie es ist, wenn Leute auf Facebook streamen, dann ist da Geld geflossen, weil niemand ist auf Facebook so, das ist einfach so. Wenn Facebook Leute ankauft, dann streamt man da, aber warum sollte man, ohne wenn man jetzt was davon dafür bekommt, auf einer Seite streamen, wo einfach keine Community ist? Ist einfach so. Das soziale Netzwerk. Boah, ich will nicht wissen, was die da für Corinna Kopf gezahlt haben. Hat einen teuren Exklusivvertrag mit ihr geschlossen, der sie zu einer der bestbezahlten Personen der ganzen Plattform macht. Neben dem Gaming verbringt sie ihre Streams auch gelegentlich damit, ganz offen über ihr Leben zu reden und wird dabei manchmal auch sehr ernst. Denn auch wenn Corinnas Leben auf viele jetzt sehr traumhaft wirkt, könnte, so hat die Streamerin schon einiges durchgemacht. Als sie noch ein Kind war, verlor sie auf tragische Weise ihren größeren Bruder und auch ihre Familienverhältnisse waren nicht immer ideal. Vor allem für solche Real Talk Streams, in denen sie auch über ihre Probleme redet, wird Corinna von ihren Zuschauern sehr geschätzt. Übrigens hat die Streamerin natürlich überall ihre Gaming. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ne, egal was man da jetzt sagt oder nicht, ich habe trotzdem Respekt, also vielleicht gibt es jetzt Leute, die Hayden sagen, hier, sie verkauft sich oder keine Ahnung was, aber ey, ich habe Respekt davor. Die hat sich das selbst erarbeitet und wie gesagt, ich
Wäre ich sie, würde ich das genauso machen. Es ist einfach so. Ausstattung dabei. Und so wurden auch als erstes bei ihrem Umzug in das riesige Wohnmobil ihre Bildschirme und ihr Zubehör aufgebaut. Die ist am Hascheln. Die so, macht auch dass immer sie was. Auch in ihrem rollenden Zuhause never ihre not, Arbeit perfekt never not nachkommen working. Kann. Und wohlmöglich hat sie sogar das beste Wohnmobil-Gaming-Setup der Welt. Wahrscheinlich Doch schon. Irgendwann endet auch für Corinna der Tag. Nachdem die Streamerin, also völlig erledigt, nach mehreren Stunden Zocken ihren PC ausschaltet, geht sie wieder mit ihrem kleinen Hund Karl ins Bett, um fit für den nächsten Tag zu sein, der sicher wieder viele spannende Erlebnisse mit sich bringt. Und das war's. Das war's gewesen. Kennt ihr Corinna Kopf? Ja, nein, schreibt's in die Kommentare. Ich habe sie, wie gesagt, damals durch David Dobrik habe ich und dann durch TFU, als sie zusammen waren, weil ne, TFU damals immer viel geschaut zu Fortnite-Halbzeiten. Aber ja, Leute, das soll's gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.